Helft uns, die Familienretter. Mit Erziehungsexpertin und Familientherapeutin Katja Saalfrank. Heute geht es in der Sendung um eine erste Liebe und um Eltern, die sich große Sorgen um ihre Tochter machen, weil sie relativ schnell merken, dass dieser junge Mann, in den sich ihre Tochter verliebt hat, eigentlich kein guter Umgang ist. Ach, schon wieder nur die Mailbox. Mann, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, klar. Was ist, wenn da irgendwas passiert ist? Ach, komm. Das sieht dir auch überhaupt nicht ähnlich. Was war das denn? Was ist das für ein Auto? Was ist das für ein Typ? Und warum bringt er unsere Tochter nach Hause? Von was hat die überhaupt an? Hat die einen Freund? Hey, sag mal. Ey, wer ist denn Macker, mit dem ich da rumknutsche? Sieht aus. Sag mal, Lena, spinnst du? Lena! Hallo! Entschuldige mal bitte, Fräulein. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Sag mal, spinnst du? Vor allem, wer ist der Typ da? Ey, wer ich bin? Für euch Bullen, nicht der Django, ja? Wie bitte? Ja, Mann, richtig gut. Was weißt ist das was? Für ein Typ? Ja, geil, Bier, Mann. Ja, komm, hau ab. Ja. Hau ab, Lena, sag mal. Was war das bitte? Gute Nacht. Was war das denn bitte? Was war das? Lena? Sag mal, Fräulein. Du kommst hier mitten in der Nacht nach Hause, lässt dich von irgendeinem Typen hier, Lena, wer hier war das? Anbringen. Wer ist das? Leute, ist das jetzt euer Ernst? Das ist mein Freund, das ja? Das ist mein voller, ey, wie dein Freund. So ein Assi-Proll. Und was ist das überhaupt an? Nur weil der Ausländer ist, oder was? Ach, Len, Ausländer. Meine besten Freunde auf der Wache sind Ausländer. Du weißt genau, dass ich nicht so ein Typ bin. Aber das war ja wohl eine Nullnummer, oder? Ja, was hast du eigentlich für ein Problem mit mir? Das ist... Oh, lass mich einfach in Ruhe, ganz ehrlich. Lena, warte, das... Bitte. Ja, und jetzt? Wenn Kinder in die Pubertät kommen, dann versuchen die, ihre eigenen Räume auszunutzen, auch neu zu begreifen. Und dann ist es für Eltern natürlich auch ganz neu, in solche Situationen reinzukommen und damit konfrontiert zu sein. Und es ist immer gut, erstmal einen Schritt zurückzugehen und eher Fragen zu stellen, als sofort mit Vorwürfen zu kommen. Am nächsten Mittag nutzt Polizist Jens Hoffmann die Pause, um mit seinem Kollegen an der Schule seiner Tochter zu patrouillieren. Er hat die halbe Nacht die sozialen Netzwerke durchforstet und ist dabei schließlich auf das Profil von Django gestoßen, der in Wirklichkeit Abbas Yilmaz heißt. Ist der Typ schon da? Nee, ich sehe nur Lena mit den Freunden bis jetzt. Zeig mal das Foto noch mal. Warte mal. Ich glaube, der kommt da angestiegen. Echt? Ja. Zeig mal. Das ist der Spacko. Oh, ich hasse solche Jogginghosenträger. Oh, hast du wie die Pest. Ja, glaub mir mal, die Jogginghose ist bei dem das kleinste Problem. Ich werde mir den jetzt, glaube ich, mal angucken und mal checken, ob Django oder Abbas vielleicht gestern nur einen schlechten Tag hatte. Ja, aber hey, Jensi, die Acht lässt du stecken, ja? Komm nicht auf den Begleiter. Lass mich machen. Lass mich. Hi, Schatz. Hi, Papa. Meine Klausur lief gut. Ja, danke deiner wenn Nachfrage. Das mal nicht der Herr Yilmaz ist oder Abbas, dann ist wohl Django wohl nur so ein Kosename für die Bullen. Papa, bitte. Das ist ja ein richtiger Superbulle, ja? Ja, Kabibi, willst du einen Lollipop als Belohnung oder was haben? Schick. Was haben wir denn hier? Gibt's irgendein Problem mit der Tasche? Ist das nicht genau die, die du jetzt zum Geburtstag gewünscht hast? Die so extrem teuer ist für so ein bisschen... Plastik mit Klimbim. Papa, bitte komm. Was machst du hier überhaupt? Musst du nicht irgendwie böse Jungs jagen oder so? Kenan, der wollte nur den neuen Burgerladen hier in der Nähe ausprobieren. Aber der war echt guter Burger. Ja, super. Ne? Aber dürfte ich den Herrn Yilmaz denn vielleicht mal fragen, was er beruflich macht? Papa, oder ist das was auch ich beruflich mache? Warte, deine Pause ist doch safe schon vorbei. Komm, bitte. Das geht alles durch Bausparverträge, ja? Ich hab's wirklich mir selbst ermöglicht. Ich krieg da hier das Geld. Auf aber auf richtig guter Basis. Und ich möchte nur das Gute für deine Tochter, ehrlich. Einsatz, Jensi! Hör auf zu spielen! Jensi, ich glaub, die rufen dich auf den Einsatz, Mann. Du kommst bitte nach dem Basketballtraining sofort nach Hause. Schatz. Super, komm. Das Zusammentreffen jetzt hier zwischen dem Vater und dem neuen Freund der Tochter ist natürlich etwas ungünstig, weil er tritt hier als Polizist auf, wertet seine Tochter nebenbei ab, beziehungsweise das, was ihr wichtig ist, diese Tasche, und geht dann ja in eine sehr kritische Position rein. Und das so nebenbei.
Also das ist jetzt erstmal keine gute Basis, um überhaupt in ein Gespräch zu kommen. Turbulent geht es weiter. Am nächsten Tag erreicht Jens und Steffi ein alarmierender Anruf von Sozialarbeiter Michael Blaschke. Er leitet das Jugendzentrum, in dem Lena regelmäßig Zeit verbringt. Laut einer Zeugin soll Lena einen E-Scooter-Unfall verursacht haben. Jens' Kollegen sind bereits vor Ort. Oh mein Schatz, ist alles okay? Alles gut, ja. Brauchst du einen Arzt? Hast du dich verletzt? Nein, alles gut. Es ist nur eine kleine Schramme. Was ist denn passiert? Ein kleiner Unfall, aber die Leute vom Jugendheim haben mir sofort geholfen. Also wirklich? Ja. Alles okay. Ja, ich gehe mal ganz alles kurz zu den Kollegen rüber. Ja? Es tut mir total leid. Oh, Gott, Mausi, ey. Da. Hi, Jungs. Hi. Hey, Jensi. Grüß dich. Hi. Könnt ihr mich mal kurz auf Stand bringen, bitte? Ja. Jens, komm, ich mach hier weiter. So, pass auf. Hat die Zeugin gesehen, wie Lena mit dem Roller in das Auto gekracht ist? Also laut ihrer Aussage gerade hat sie es nicht gesehen. Sie ist wirklich tatsächlich nur durch diesen Knall ist sie halt darauf aufmerksam geworden. Okay. Ne? Ja. Aber da lag die Kleine auch schon. Ne? Ja. Und die hat auch aus dem Roller ausgesagt, dass da noch eine zweite Person am Unfallort war, eine männliche Person. Und diese männliche Person ist dann geflohen. Hier ist offensichtlich ein Unfall passiert und es ist ja erstmal relativ unklar, was jetzt genau passiert ist. Und trotzdem, und das verstehe ich auch, dass erstmal Emotionen da sind und trotzdem ist der Vater relativ schnell wieder in seiner Polizistenrolle und ist eigentlich gar nicht so sehr bei seiner Tochter und fragt erstmal da, was ist eigentlich genau passiert, wie geht's dir? Es wird so im Nebensatz alles abgehandelt und es wäre gut, erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Kennen Sie zufällig einen Abbas Yilmaz? Boah, Papa, 20, ist das jetzt dein Ernst? Das muss jetzt nicht sein. Getreten, ne? Ja, den kenne ich. Und ich sag mal so, Sie wollen bestimmt was über ihn wissen. Ja, aber da habe ich auch tatsächlich Schweigepflicht. Nee, wirklich nicht. Ne? Komm, also, Lena. Ich kann Ihnen sagen, Mama, nee. Schatz, also, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, ich habe mit seiner Freundin mal gearbeitet. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, so der ganz angenehmste Typ war er jetzt nicht. Ich bin alleine gefahren. Hör zu. Ich werde das jetzt auf meine Art klären. Ich weiß nicht. Jens, stopp. Jens, Papa! Jens. Was denn? Spinnst du? Keinen Blödsinn. Hör zu, tu du mir bitte einen Gefallen, sprich nochmal mit Dirk und mit den Kollegen, klär das mit der Versicherung und lass dir vor allem deine Nummer Papa, geben. Was hast du jetzt? Ja? Lass es sein, ich ist das jetzt dein Ernst? Wache. Herr Hoffmann, einen Augenblick noch bitte. Papa! Einen Moment, was? Ich will los. Ja, nur ganz kurz, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ne? Ich weiß ja nicht, was Ihre Art ist, ne, das zu regeln. Aber ich könnte Ihnen vorschlagen, ich nehme mal einen Kontakt auf zu der Freundin von dem Abbas, zu der Ex-Freundin. Ja. Ne? Und vielleicht kann die mal ein paar Fragen beantworten. Okay. Das setzt natürlich voraus, ne? Ja. Dass ne, die Lena damit einverstanden ist. Ja, wird sie schon. Können wir so machen, ist eine Alternative. Ja. Wenn Sie was gehört haben, tun Sie mir bitte einen Gefallen, schreiben Sie meiner Frau. Ja. Ja, und ich muss jetzt los zur Wache. Und Lena, wir zwei sprechen uns heute Abend noch. Der Streit liegt dem Polizisten auch am nächsten Morgen noch schwer im Magen. Sein Kollege und bester Freund Kenan, der in alles eingeweiht ist, versucht ihn aufzumuntern. Dabei soll es für Jens gleich noch dicker kommen. Ich kann dir sagen, die Sache macht geil. So langsam richtig fertig. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber mach dir keinen Kopf, Jensi. Du weißt doch, was mich umbringt, stärkt die Beziehung. Und deine kleine Bitch doch eh, das weißt du doch. Ja, ich weiß, Kenan, danke. Aber ich habe eigentlich auch echt Mist gebaut. Ne? Aber trotzdem, ich kann doch nicht zulassen. Ey, dieser Typ, meine Lena, der ist ein Schläger. Jetzt überleg mal, der packt meine Kleine an. Ich würde durchdrehen. Nein, das immer gerne, Herr Kommissariatsleiter. Dafür bin ich doch da. Bürgerinnen und Bürger. Stimmt, kenn ich doch. Auch Deutschland. Ich mach alles für Deutschland. Alles gut. Warte. Hey, zünd ein bisschen. Ja, Herr Kommissar. Schön Jackenstöbern, oder was? Ja, Herr Kommissar. Django. Was machst du denn hier? Ach, was ich hier mache. Ärger eingehandelt, ne? Doch kein Ärger, um Gottes Willen. Ich schon Ärger und nicht das. Genau, ich kenne mich. Ja, Chef. Portemonnaie vergessen. Wissen Sie eigentlich, was Sie mir für einen Ärger aufbrummen? Für private Zwecke in den Akten rumschnüffeln? In meinem Büro. Da bekommt wohl jemand Ärger, hm? Sie da bekommt wohl jemand Ärger. Hohoho, der Polizeibeamter. Ein bisschen weniger ballern. Verschwinde einfach. Lena. Lena? Kann das nicht sein? Wo ist die? Fuck. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Fuck. Was kann das jetzt
sie sein? Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verdammte Mailbox! Was? Jens? Wo ist Lena? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe Frühstück gemacht, jetzt schön. Ich komme gerade hoch. Bett leer. Ich kann sie auch nicht erreichen. Anscheinend war sie die ganze Nacht nicht da. Angst! Schatz, Schatz, warte! Warte doch mal! Worauf soll ich denn warten? Ja, meinst du, ich mache mir keine Sorgen? Fuck. Hat sie dir irgendwas geschrieben? Nein. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit. Fuck! Jens, das ist deine Schuld, das weißt du, ne? Meine Schuld? Du hast sie doch mit dem Penner wegfahren lassen. Wie du gestern mit ihr gesprochen hast. Du hast sie als Betthäschen betitelt. Ach komm. Du hast sie beschimpft, du hast sie beleidigt. Da würde ich ganz ehrlich auch abhauen. Habibi, was habt ihr hier verloren, Mann? Woher wisst du überhaupt, wo ich wohne? Junge, wo ist Lena? Ich möchte wissen, ob meine Tochter hier ist. Pass mal auf, du und du, ja? Lena will mit euch beiden nichts zu tun haben, ja? Das hat die klar und deutlich mir gesagt, Mann. Wir gehen erst, wenn wir mit Lena gesprochen haben. So das ist meine Freundin und weißt du was, sie geht dann, wenn ich es euch sage, ja? Und jetzt, yalla, ja kalt, geht mal weg, ich hab das Haus recht. Wohin, Alter? Wohin? Haus? Wohin? Scheiß auf Haus, verpiss dich! Ey, bleib mal Lena, runter. Bist was du hier? Hier? Lena! Lena! Lena, bitte! Wo ist mein Kind? Dein Kind, ne, will mit dir und dir nichts mehr zu tun haben. Ne? Das will ich aus dem Mund meiner Tochter hören und mit Sicherheit nicht von dir. Es kommt nicht von mir, es kommt von ihr, ja? Da, schau mal. Aufpassen, mein Teller, mein Essen, das sind doch Lenas Sachen. Bleib mal locker. Das ist ihr Kleid. Wo ist Lena? Pass mal auf, mein Freund. Letzte Warnung. Lena, bitte. Sag jetzt sofort, ob mein Kind hier in dieser Wohnung ist. Sofort. Lena, bitte. Letzte Warnung an mich oder ja, was? Mann, ich weiß, dein Papa hat Scheiße gebaut. Mein Gott. Du bleibst jetzt da stehen. Ich bin hier. Ich aber das bist doch nicht du. Bitte, wir konnten immer über alles reden. Komm bitte raus. Du bleibst da stehen. Bleib mal locker. Oh mein Gott. Ein Joint. Oh, ich hab nichts gemacht. Was Lena. Wollt ihr von mir? Alles okay, raus, raus, raus. Ey, Schatz, wohin mit dir, mit deinen Eltern hier? Dann schwöre ich dir, wenn du meiner Tochter irgendetwas angetan hast, dann gnade dir Gott. Luck, Sheriff, ich hab niemandem was angetan. Lena? Was machst du hier? Was ist denn los? Ich hab dich sowieso versucht anzurufen, dann warst du im Einsatz. Deine Tochter wurde bei der Tankstelle im Diebstahl erwischt. Bei was? Beim Diebstahl. Sie hat sich in ein Lager reingeschlichen und wollte Zigarettenstamm weggehen lassen. Aber die Überwachungskamera hat mal alles aufgenommen. Was bitte? Sag mal, spinnst du? Basketballmäuschen, Superstar und rauchst? Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Erklärst du dich mal bitte? Papa, es tut mir leid, okay? Das kommt nie wieder vor. Kommt nie wieder vor? Das kannst du dazu sagen? Sag mal, ich glaube, ich bin hier im falschen Film. Jens, du. Lena, jetzt nicht. Lena, ich will jetzt sofort wissen, hat dieser Abbas damit zu tun? Hast du noch Gefühle für den? Mann, nein, Papa, das mit Abbas, das ist kompliziert, okay? Ey, sag mal, ich versuche dich ja irgendwie zu verstehen, ja? Aber so langsam solltest du mal kapieren, dass das hier irgendwie für dich in eine falsche Richtung läuft mit dem. Mann, Papa, ich will nichts mehr von Abbas. Checkst du es eigentlich nicht? Checkst du es nicht, dass du hier langsam Probleme bekommst? Wir sind hier auf meiner Wache. Sind wir hier auf dem Fischmarkt oder was? Ach, Entschuldigung, Chef. Hoffmann, ersparen Sie mir das Familiendrama. Packen Sie Ihre Tochter ein und dann machen Sie endlich Feierabend. Ich glaube, ich spinne. Wird gemacht. Weißt du eigentlich, wie sauer Mama auf dich sein wird? Was jetzt auf jeden Fall deutlich wird, und das macht ja jetzt Lena auch transparent, ist, dass sie immer noch etwas mit Abbas zu tun hat. Was genau, wissen wir nicht, aber es wird jetzt transparent und jetzt wäre es eigentlich gut, wenn der Vater danach fragen würde. Ja, du schon wieder? Ja. Musst nicht den Verkehr regeln oder irgendwelche Obdachlose fetzen, ne? Was ist los? Hör mir mal zu. Du lässt meine Tochter sofort in Ruhe. Du hörst auf, sie zu kontaktieren. Ich höre keine zu. Und weißt du was? Deine Tochter ist mir hinterher, Mann. Nicht ich hier, ja? Ach komm. Die ist krank nach mir geworden, Mann. Krank. Wir erkennen unsere Tochter nicht mehr wieder. Sie klaut. Sie ist wegen dir angezogen wie so ein Flittchen. Das ist deine Erziehung, Mann, ja? Das hört jetzt auf. Das hört nicht auf. Weißt du, was ich meine, Alter? Das ist der Anfang, Mann. Ich mach's jetzt doch schon, Mama. Das hab ich nicht mit dir. Verdammt nochmal. Geh weg, Mann. Was denkst du, wer du bist, ne? Warte ab, Alter. Warte! Komm her, Mann! Ich will, dass du meine Schwester verpiss dich, Alter. Ich will mich schon auseinander, Mann. Verpiss dich hier raus. So was denkst du, wer du bist, Alter? Ich schwör's dir, ich belasse den komplett in deine Fresse rein, Mann. Das ist die letzte Wahl. Das ist nicht die letzte Wahl. Du lässt meine Lena in Ruhe. Ich lass keinem in Ruhe, Mann. Raus hier. Was denkst du, wer du bist, Alter? Bist du hier Gott oder was, hä? Mach dich ab, Mann. Mann. Er hat uns beim Sex gefilmt und... Oh mein Gott.
Er hat gesagt, wenn ich nicht mache, was er möchte, dann wird er dieses Video veröffentlichen. Und ihr kennt ja dieses Tanzvideo von dieser Party. Und das hat er schon veröffentlicht, so als Warnung. Und Mama, Papa, ich kann das nicht mehr. Oh Gott. Schatz, ist in Ordnung, wirklich. Hast du es gemerkt? Jetzt bist du gar nicht mehr erpressbar, weil jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr. Und deine Eltern haben gesagt, wir halten zusammen. Das heißt, er kann dich jetzt überhaupt nicht mehr erpressen. Genau. Und weißt du, was das Beste ist? Jetzt kann ich dieses Arschloch endlich festsetzen. Du und deine Scheiße! Steig ein! Wart ab, Mann! Ich mach alles! Ist okay, komm! Martin, schon zweimal im Leben, Alter! Du bleibst jetzt ruhig, komm! Jens, ich muss So, was habt ihr gefunden? Ja, das ganze Programm. Ne? Wir haben also jetzt erstmal dieses gut gefunden, Drogen. Ja. Dann haben wir das Handyvideo sichergestellt. Sehr gut. Ja. Laptop, USB-Stick, eigentlich alle Kopien. Und naja, er hat auf jeden Fall gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Ich denke, der wird den Knast heute von Ihnen sehen. Ja, sicher. Sehr gut. Ja. Kann ich noch mal kurz mit meinem Freund reden? Ja, aber bitte nicht so lange. Ich gehe mit mir. Ja, können. Na, ich wünsche dir ganz viel Spaß im Knast. Django. Morg, wart ab, was ich mit dir machen werde, Alter. Wart ab, ich schloss, Mama.